Heute führen wir ein Interview mit Natalie Pawlik durch. Sie ist Bundestagsabgeordnete und gleichzeitig die Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Liebe Frau Natalie Pawlik, was hat Ihre Persönlichkeit beeinflusst, die Bildung Ihrer Persönlichkeit? War es Ihr Umfeld oder waren es eher Ihre Gene? Und wie würden Sie sich selbst in 3 Worten beschreiben? Meine Persönlichkeit ist natürlich durch meinen Lebensweg geprägt, durch das, was wir als Familie als Grundstein gelegt bekommen haben von unseren Vorfahren, durch die Möglichkeit eben der Aussiedlung nach Deutschland und dem, was uns allen in Deutschland widerfahren ist und mir in Deutschland widerfahren ist. Das ist geprägt natürlich von der Bildung, die ich genossen habe und dem Umfeld, in dem ich lebe. Weil Sie schon Ihre Integration in Deutschland angesprochen haben, welche Probleme haben sich dabei für Sie und für Ihre Familie ergeben, als Sie von Russland nach Deutschland übergesiedelt sind? Haben Sie vielleicht auch mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Ja, genau. Wir sind im März 1999 von Sibirien nach Deutschland ausgesiedelt und hatten da natürlich auch mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das bedeutet, man kommt in eine neue Gesellschaft an, mit einem neuen System, mit neuer Sprache, neuen Menschen um einen herum, was eben nicht das Gewohnte ist. Und wie viele andere Aussiedler hatten wir da auch natürlich Hürden. Wir hatten die Situation, dass wir zunächst in Friedland in einer Erstaufnahmeeinrichtung angekommen sind, dort Wochen verbracht haben, bis wir in ein Aussiedlerwohnheim kamen, wo wir zu viert in einem Zimmer gelebt haben. Auch bei meinen Eltern gab es Schwierigkeiten in der Anerkennung der beruflichen Ausbildung. Natürlich Schwierigkeiten, auch Hürden, die Sprache zu lernen. Das ist eben auch nicht so einfach. Für mich als Kind war das damals einfacher, die deutsche Sprache zu lernen, als jetzt für meine Eltern, die schon erwachsener sind. Und natürlich war das auch nicht immer so, dass man mit offenen Armen in Deutschland empfangen wurde, sondern im Gegenteil, es gab viele Vorurteile gegenüber Deutschen aus Russland oder aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, mit denen die Menschen auch konfrontiert wurden. Und gegen all das anzukämpfen, musste ich natürlich auch. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland auch ein Bildungssystem, was sehr von der familiären Herkunft abhängig ist. Also das musste ich auch erleben und lernen. Und genau, das waren schon viele Hürden, die wir aber als Familie gut gemeistert haben. Was ist Ihrer Meinung nach unumgänglich für eine erfolgreiche Integration in Deutschland? Welche Schwierigkeiten kommen da auf, gerade auch bei Spätaussiedlern, die sich jetzt erst dazu entscheiden, nach Deutschland auszuwandern? Was würden Sie da sagen, ist auf jeden Fall unumgänglich für die erfolgreiche Integration? Das Wichtigste ist, dass man nicht aufgibt. Natürlich hat man viele Hürden, mit denen man konfrontiert wird und mit denen man begegnet. Wichtig ist aber einfach weiterzumachen, aufzustehen und versuchen weiterzumachen, weil es in unserer Gesellschaft doch auch viele Chancen gibt für Menschen, die zu uns kommen. Und es ist Gott sei Dank auch besser geworden als damals in den 90ern, als wir mit meiner Familie gekommen sind. Und diese Chancen zu nutzen, sich zu informieren, sich zu vernetzen, sich nicht abzukoppeln von der Mehrheitsgesellschaft, sondern zu versuchen, diese Mehrheitsgesellschaft zu verstehen und Teil davon zu werden, das finde ich wichtig. Ja. Wie kann man am besten die deutsche Identität bewahren, vor allem auch die deutsche Sprache? Die Frage dreht sich hierbei um die Länder in Zentralasien und generell ehemalige Sowjetunion, wo ja noch sehr viele Deutsche leben. Wie kann man Ihrer Meinung nach am besten die deutsche Identität in diesen Ländern bewahren? Ja, durchs Lernen, durch die Teilnahme an den Projekten, die es auch in den Siedlungsgebieten gibt, die wir ja auch als Bundesministerium des Inneren für Heimat unterstützen. Und durch Begegnung, durch das sich aktiv damit beschäftigen. Und ich glaube, dass letztendlich jeder Mensch, wenn er etwas verändern will oder etwas erlernen will, etwas dafür tun muss. Und das gilt natürlich auch dann auch für diejenigen, die hier geblieben sind. Wenn sie ein Interesse an der deutschen Kultur und Sprache haben und das bewahren möchten, muss man auch leider auch was dafür tun. Das kommt nicht von selbst. Erzählen Sie doch bitte etwas über Ihre eigene Familie. Welche Traditionen haben Sie? Was ist vielleicht in Ihrer Familie russisch oder sowjetisch? Und was ist in Ihrer Familie deutsch? Also ich schaue gerne russische Filme oder Filme auf Russisch und höre gerne auch russische Musik. Das ist, glaube ich, sehr, sehr so russisch geblieben, auch das Essen. Also wir essen an Feiertagen gerne russisches Essen. Dann kochen wir auch als Familie groß. Das ist, man hat ja einfach auch eine andere Essenskultur in Russland und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Aber wir reden trotzdem sehr viel Deutsch.
zu Hause immer gemischt, das, was so als erstes kommt. Ich würde sagen, wir haben so eine deutsche aus Russland-Identität. Das ist nicht nur Russisch, das ist nicht nur Deutsch, das ist so ein Mix. Und der macht sich eben dadurch aus, dass wir auch diesen Mix leben in der Sprache, in den Kulturenangeboten, den wir wahrnehmen, in unserem Umfeld. Wir haben sowohl deutsche Freunde als auch russische Freunde. All das ist sehr gemischt. Ja, und das äußert sich auch natürlich in meiner Familie. Welchen Vorteil sehen Sie, wenn Kinder oder auch schon Jugendliche bilingual aufwachsen, gerade Spätaussiedler mit der russischen und deutschen Sprache? Gibt es Ihrer Meinung nach Vorteile und wenn ja, welche? Definitiv, und ich möchte auch meinen Beitrag dazu beitragen, dass das auch als etwas ganz Positives in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir haben ja schon auch Unterschiede. Also wenn jemand Englisch kann, ist es total toll, aber wenn jemand Russisch oder andere Sprachen kann, wird er ganz häufig dafür auch diskriminiert oder man will nicht hören, dass jemand das R-rollt oder so. Und ich glaube, das ist etwas, wo uns als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft unglaublich viel Potenzial verloren geht. Und Migrationserfahrungen und das Aufwachsen in zwei Kulturen, das können von mehreren Sprachen, das muss als etwas ganz Positives begriffen werden, also in der Gesamtgesellschaft und als eine große Chance wahrgenommen werden, weil das ja letztendlich uns auch Türen in die weite Welt öffnet und das in einer globalisierten Gesellschaft unumgänglich ist. Und genau, ich würde gerne, dass das auch mehr als Chance gesamtgesellschaftlich betrachtet wird und diese Chancen, die die Menschen mit sich bringen, auch für die Gesellschaft genutzt werden. Ja. Ich habe ein Zitat mitgebracht von der Autorin Cornelia Funke. Sie schreibt in einem ihrer Werke: Die Welt ist ein Ort, an dem es für jeden eine Rolle gibt. Was sehen Sie, wo ist Ihre Rolle in dieser Welt, vor allem auch in der Politik? Welche Rolle spielen Sie und worin sehen Sie da Ihre Zukunft? Ja, also ich verstehe meine Rolle. Ich bin gewählte Politikerin aus meinem Wahlkreis. Ich mache das leidenschaftlich gerne. Ich engagiere mich, seit ich 15 bin, politisch und für verschiedene Interessen. Und darin sehe ich auch meine Rolle, eben auch dazu beizutragen, dass wir unsere Gesellschaft besser machen, dass wir vorwärts gehen in eine gute Zukunft, dass auch die Perspektive, die ich mitbringe, im Sinne von die Perspektive auch von, wie das ist, als Deutsche aus Russland in Deutschland zu sein, dass das in der Politik Gehör findet, dass man weiß, dass es die deutschen Minderheiten immer noch in den Siedlungsgebieten gibt und warum wir auch Verantwortung als Bundesregierung für die tragen, dass man sich mit nationalen Minderheiten beschäftigt. Aber ich bin natürlich auch tätig im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo ich ganz konkret Sozialpolitik und Arbeitspolitik gestalten will und Vertreterin meines Wahlkreises, auch für meinen Wahlkreis einzustehen. All das würde ich so als ein Zeichen der Gesamtrolle, die ich so habe, mit einbeziehen. Genau, die ist natürlich sehr vielfältig. Ich glaube, es gibt nicht die Rolle, sondern man ist dann doch immer, wo man sich bewegt. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns dieses Interview durchzuführen.